liebe Anwesende, mein Name ist Michaela Glöckler, ich bin von Beruf Kinderärztin und habe jetzt ein sehr esoterisches Thema, nämlich Krankheit kann man auch aus geistiger Sicht, aus spiritueller Sicht angucken als eine unbewusste Einweihung, als ein unbewusstes Schwellenerlebnis. Jeder, der schon mal ernsthaft krank war, der weiß ganz genau, das hat jetzt mit mir zu tun, das habe ich mir aber nicht gesucht und trotzdem muss ich da durch. Keiner nimmt mir das ab. Bis dahin, dass man durch eine schwere Krankheit sich ernsthaft mit dem Tod auseinandersetzt, dass ganze menschliche Beziehungen daran zerbrechen können. Es sind Schicksalsschläge, Schicksalsereignisse. Und die Frage ist, wenn jetzt Leben nicht einfach nur Zufall ist, das ist ja die bequeme naturwissenschaftliche Weltsicht, die Welt entstand aus dem Urknall und es war ein toller Zufall, keiner weiß so recht, wieso überhaupt. Und alles andere war dann Folge. Und wir selber sind charmante Zufälle und Krankheit darf eigentlich gar nicht sein und deswegen gehört sie abgeschafft. Ich übertreibe selbstverständlich. Aber wenn man es eben anders sieht, ich komme aus einer geistigen Welt, ich habe auf dieser Erde eine Aufgabe und nach dem Tod lege ich diesen Leib wieder ab und mein Leben wird ewiges Leben, meine Seele wird ewiges Seelensein, mein Geist wird meine spirituelle Identität. Und ich nehme aus den Erdenerfahrungen das mit, was ich mir wirklich selbst erarbeitet habe. Ja, dann wird auch so ein Erfahrungsfeld wie Krankheit hochinteressant. Denn an der Krankheit mache ich Erfahrungen, die ich mir freiwillig nicht gesucht hätte. Das muss man zugeben. Und andererseits sind es aber meine ganz so unendlich persönlichen Erfahrungen. Ja, eine Kuh kann einem Beinbruch nichts lernen. Ein Mensch, wenn er sich das Bein bricht, kann unter Umständen seinen Beruf wechseln und auf ganz andere Gedanken kommen. Er kann sich daran entwickeln. Wir Menschen sind entwicklungsfähig, lebenslang, und Tiere sind vollkommen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Schon Platon hat festgestellt, die Menschen sind defizitär, die Tiere sind es nicht. Und Krankheit ist eben ein Entwicklungshelfer höherer Art. Rudolf Steiner sagt ganz schlicht, der Vatergott schickt die Krankheit zum Ausgleich des Karma. Ich lerne durch die Krankheit etwas, was ich offenbar freiwillig nicht lernen konnte und wollte. Und deswegen hilft mir jetzt die göttliche Schicksalsführung, etwas zu lernen, was ich tief unbewusst eigentlich mir vorgenommen habe, aber bewusst nicht geschafft habe. Und unter so einem Blickwinkel kann man dann Krankheit als unbewusstes Schwellenerlebnis verstehen. Und Rudolf Steiner gibt ein Beispiel dafür, in seinen Vorträgen für die jungen Ärzte und sagt zu den jungen Medizinern, stellt euch mal die Pockenkrankheit vor. Die ist ansteckend, enorm kontagiös. Und wenn man sie hat, hohes Fieber, Eiterblasen, Pusteln, die gehen dann auf. Da werden die Viren frei und stecken wieder weitere Leute an. Eine schlimme Krankheit, eine oft auch tödliche Krankheit. Aber euer Körper hat sie hervorgebracht. Ihr selbst habt euch anstecken lassen. Nicht jeder wird angesteckt. Man muss sich ja auch anstecken lassen. Manches Immunsystem ist so stark, dass man nicht angesteckt wird. Ihr habt es selbst angenommen, die Krankheit erarbeitet. Fieber zu machen ist richtig anstrengend für den Körper. Das habt ihr selbst gemacht. Mit euren Wesensgliedern, das ist jetzt anthroposophische Menschenkunde, die kann ich so schnell nicht erklären. Und jetzt macht mal ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr könnt die krankheitserzeugende Wesensgliederaktivität
aus dem Körper herausholen, dann ist der Körper wieder gesund. Aber dieselbe Aktivität wird jetzt geistig gemacht. Wir lernen ja in der anthroposophischen Menschenkunde, wir denken mit den Wachstumskräften, die der Körper nicht braucht, weil wir unvollkommen entwickelt sind. Wir sind eben defizitär. Wir sind nicht spezialisiert wie die Tiere. Bei uns ist Lebenstätigkeit zurückgehalten, Differenzierungstätigkeit zurückgehalten, ganzheitliche Tätigkeit zurückgehalten, weil wir sind noch nicht ganzheitlich perfekt. Wir sind in Entwicklung. Das heißt, es hat sich bei uns nicht alle geistige Kompetenz physisch verwirklicht, sondern da ist etwas zurückgehalten, wird nicht Natur gesteuert, sondern wird seelische, geistige Tätigkeit und muss selbst gesteuert werden. Und jetzt ist eben die Frage, wenn ich nicht naturgesteuert eine Krankheit hervorbringe, Bereich des Vatergottes, der die Natur, die Schöpfung leitet, sondern meine Wesensgliederkräfte haben sich nicht da unten verausgabt, sondern ich habe sie hier oben in der Freiwilligkeit gehalten und habe selbst aktiv mich entwickelt, selbst gesteuert, diese Kräfte benutzt, dann entlaste ich meinen Körper von dieser krankheitsbildenden Kraft und habe dafür ein neues geistiges Erfahrungsgut erworben. Und das schildert jetzt Steiner auch und sagt, wenn man diese krankheitserzeugende Kraft in das seelisch-geistige Gedanken-, Gefühls- und Willensleben hochholt, dann wird es eine wunderbare soziale Imagination, dass die weiblichen Kompetenzen und die männlichen Kompetenzen sich harmonisch im Sozialen ergänzen und dadurch etwas besonders Positives herauskommt. Und jetzt muss man eben verstehen, wie kann diese wunderbare Sozialimagination, die er dann auch noch mit dem Tierkreis in Verbindung bringt, 5 weibliche Tierkreis-Wintersternbilder, 7 Sommersternbilder männlich, diese Harmonie, wie kann das mit dieser Krankheit zusammenhängen? Ja, Fieber wird Liebe, Begeisterung, Ansteckung wird Beziehung, aufeinander achten, sich interessieren. Ja, man hat plötzlich an der Pockenkrankheit physisch ein Abbild hoher geistiger Kompetenzen. Und ein Gutes am falschen Ort wirkt krankhaft, zerstörerisch, pathogen. Es ist aber in Wahrheit ein Gutes. Und so ist jede Krankheit eine physische Imagination, ein Abbild am falschen Ort von einer Entwicklungsfähigkeit, die ich geistig nicht mir vornehmen und durchführen konnte, weil ich sie aber unbewusst durch die Krankheit mir erringe, kann das nach dem Tod, wenn ich über die Todesschwelle geschritten bin und das Physische abfällt, aber diese Wesensgliederaktivität ja weiterlebt, dann kann ich das als unbewusstes Einweihungserlebnis mit über die Schwelle nehmen. Und da schildert Rudolf Steiner, wie wir in der Merkursphäre nach dem Tod unser Krankheitsschicksal uns bewusst machen dürfen und wie da jede Krankheit eine spirituelle Fähigkeit wird, die man dann im nächsten Erdenleben als eine Schicksalsbegabung, als eine echte Fähigkeit in der Veranlagung mitbringt, wo es dann nur wenig braucht, wie bei jeder Begabung, wenig Lernprozesse, um es sich im nächsten Erdenleben bewusst zu machen. Und das finde ich einfach ein sehr schönes Motiv. Und für uns Ärzte ist es wichtig, dass wir bewusst in den Gegenbildern, in den guten Gegenbildern der Krankheiten unserer Patienten leben. Und das erzeugt dann so eine positive Aura, wenn man einem Kranken begegnet, dass man auch nicht falsches Mitleid hat, sondern weiß,
letztlich dient es dir zum Guten und ich helfe dir jetzt und wir arbeiten zusammen, um so viel wie möglich schon hier und jetzt im Leben von diesem Guten, Sinnhaften uns zu erringen. Weil, wenn man schon im Leben erkennt, was der Wert, der Sinn einer Krankheit ist, kann man manchmal sogar schon eine Wunderheilung erleben. Und die Krankheit nimmt einen besseren Verlauf, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Man hat schon verstanden, was man lernen wollte. Also es ist ein wunderbares Gebiet. Ich muss hier abschließen und abrunden. Wer da sich näher interessiert, ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, das kann man übers Internet leicht bestellen. Raphael und die Mysterien von Krankheit und Heilung. Da gebe ich mehrere Beispiele und erkläre auch die Menschenkunde und knüpfe das Ganze an, auch an die Hiob-Geschichte und an die Krankengeschichten im Evangelium, weil im Evangelium findet man das alles auch schon veranlagt. Und das finde ich besonders schön, weil man dadurch auch das christliche Fundament der anthroposophischen Medizin versteht. Danke für euer Interesse. Musik.